Hallo! Liebe Krähenfreunde, es geht weiter mit Death's Door. Wir sind hier bei Burg Schlüsselstein, heißt es, glaube ich. Das sind die Wesen, die um die Pflanze herumdingeln, ne? Die sind ja freundlich. Ah, da macht man denen Angst. Ach, Babs, die Badin ist wieder da. Bist du ja, Kumpel? Hast du noch nichts... du hast doch nichts dagegen, wenn ich mitkomme. Wir müssen anscheinend erst durch diese alte Festung spazieren, wenn wir auf den Berg wollen. Naja, und wenn ich wir sage, meine ich eher dich. Ich hänge einfach hier ab und schraube am Text für meinen nächsten Ohrwurm. Sag Bescheid, wenn du einen Weg nach oben findest. Okay, clever, sich im Hintergrund zu halten, während ich hier die Arbeit mache. Es gibt hier mehrere Ausgänge, wie es aussieht. Ich weiß nicht, welchen ich nehmen soll. Okay, da kann ich nicht lange, da ist zu. Ich würde mal gut gelaunt sagen, ich gehe mal hier links raus. Da ist ein Schlüssel. Alright. Wie komme ich da ran? Das ist die Frage. Es sieht schon aus, als ob ich eine Fähigkeit brauchen werde. Die Rätsel hier. Anscheinend komme ich sonst hier nicht weiter. Hier geht's noch weiter. Hier liegt Lord Schlüsselstein, der erste Lord der Türen, der mit dem Tod ein Abkommen traf. Sein Vermächtnis ist unermesslich und seine Herrschaft absolut. Ein eiskalter Herrscher, der die Macht festigte und später den Grundstein für die Halle der Türen legte. Er war das. Okay, spannend. Ich muss hier 4 Flammen entzünden, wie es aussieht. Oh, was hat er denn hier? Geist von Lord Schlüsselstein. Hier ruhen wir, die Lords der Türen. Ich bin Lord Schlüsselstein, nachdem diese Gruft benannt wurde. Wir sind Lords der Türen und waren eine Besonderheit. Ein Fehler des Universums, wie manche sagen. Aber ließe sich so nicht alles Leben bezeichnen? Ein Fehler des Universums, der wächst und gedeiht. Eine Existenz, die uns Bewusstsein geboren wurde. Und dieses Bewusstsein zu bewahren, ist das wichtigste und edelste Ziel. Okay, taucht er jetzt hier wahrscheinlich noch ein paar Mal auf, oder was? I don't know. Es wundert mich jetzt halt, dass ich an diese Items nicht rankomme. Und an den Schlüssel und so. Aber das muss ich mir wohl für später aufheben. Was macht das? Ah. Clever. Okay. Ich guck trotzdem mal, was hier noch ist. Auf der anderen Seite hier. Wenn ich auf rechts gehe. Arena Fight. Au. Ja. Jetzt kriege ich hier richtig hart aufs Maul. Ich bin tot. Okay. Passiert. Hätte mich auch gewundert, wenn jetzt hier so in dem Areal, wo wir dann quasi Richtung Ende laufen, dass es da nicht ein bisschen knackiger wird. Merkig ist es nur, weil mein Timing vom Ausweichen einfach lächerlich ist. Bam. Da oben ist eine Seele.
Die will ich nämlich. Eben schon mal aus den Augenwinkeln gesehen und dachte mir so, ja. Wahrscheinlich gibt es ja auch wieder eine Tür zu öffnen, die da unten. Ja. Die Schüsse kommen so schnell. Das ist richtig frech. Was nicht sonst noch? Noch zwei. Yes. Hier bekomme ich wahrscheinlich dann auch, wenn ich die Tür geöffnet habe, die Fähigkeit zur Teleportation. Ansonsten geht es hier wahrscheinlich nicht weiter. Das hier ist wahrscheinlich schon der Tempel, wo ich dann die neue Fähigkeit bekomme, so wie es in den Sümpfen halt auch der Fall war. Graben neben alten Lords. Manch einer würde das wohl als Ehre betrachten. Für mich ist es eine Tragödie. Haben wir schon mal die erste Seele gefunden? Wie die Tür. Bevor ich die Tür überhaupt erst gefunden habe. Weil hier runterfallen lassen kann ich mich nicht, die Stacheln sind im Weg. Okay. Ich glaube, hier habe ich alles. Wir können mal kurz zurückgehen und an der Pflanze naschen. Damit ich wieder volle Lebensenergie habe. Sagt mein Seelencounter 710. Guck mal gerade, kann ich mir vielleicht noch irgendwie eine erweiterte Fähigkeit leisten? Ich glaube aber nicht. Das ist alles zu teuer. Hier bin ich jetzt. Falsch. Hier nach oben. Guck mal, meine Sammlung an Items, die wird immer größer. Ne, reicht nicht. Schade. Ach, von hier kam ich. Ich dachte schon gerade. Hab ich was übersehen? Okay, dann gehe ich mal hier entlang. Oh Gott, ja. No turning back anscheinend. Was dem denn? Ah, Laser. Warum sollte ich das aktivieren wollen? Den kaputt machen. Der trifft mich instant. Wenn ich jetzt nicht treffe, sterbe ich. Tot. Nee. Magie auffüllen ist nicht. Ich check das gerade nicht. Zurück. Nochmal zur Pflanze zurück. Nee, irgendwas fehlt. Oder irgendwas weiß ich nicht. Geh mal hier lang. Hier müsste die Tür sein.
einen Raum weiter wahrscheinlich. Wieder sowas. Okay. Ah. So, da hinter mir ist auch noch ein Lesor. Okay. Verstehe. Und jetzt? Wie soll das denn gehen? Nicht unten drunter oder so. Kann man die auch so aktivieren? Kann ich. Okay, dann ist easy. Achso. Oh. Ja. Ach, das war nur eins. Ein Rätsel. Wäre dann das zweite Rätsel? Kann ja nicht springen, also kann ich auch nicht hier hoch. Ziehen. Ah, ja. Ein Schlüssel. Wunderbar. Das hilft mir schon mal sehr weiter. Noch irgendwas hier? Glaube aber nicht. So, was haben wir hier? Hier müsste die Tür sein, glaube ich, oder? Ja. Ein Eisenstein. Was ist das denn? Das ist der Kopf von dem Kerl. Der liegt da einfach so rum. Gut, da ich jetzt einen Schlüssel habe, kann ich auch die Tür hier hinten öffnen. Nehme ich direkt. Ah ja. Du denn? Dich kenne ich nicht. Erledigt. Oh, ich renne nur noch rein. What the fuck? Die! Gott, ich bin tot. Die Kämpfe werden immer härter, diese Arena-Kämpfe. Oh man. Ah, da war schon die nächste Seele. Habe ich schon mal zwei. Ich gehe mal auf Feuer.
Wimpe sind hart fordernd. Nervig seid ihr. Ja. Okay, ist nur noch er übrig. Yes. Ja, die Gegner geben halt so gut wie keine Seelen. Das ist halt echt Panne. Zwei, was will ich mit zwei für so einen harten Gegner, den ich hier, keine Ahnung, 6, 7 Schläge verpassen muss, mit Stärke auf 3 von 6 Punkten. In dieser Festung habe ich vieles über die alten Lords der Türen erfahren, ich mache mir aber immer noch nichts aus ihnen. Die scheinen wohl nicht sehr beliebt zu sein bei den Schnittern. So, Seele Nummer 2. Sehr geil. Nehme ich einfach mal ins Quartier. Und geh wieder auffüllen. So, hier ist die Tür. Wo war ich noch nicht? Hier war ich noch nicht. Gott, wieder sowas. Gehen. Okay, dazu brauche ich aber die Teleportationsfähigkeit oder Flugfähigkeit, keine Ahnung, was das sein wird. Aber ja, so. Okay. Okay. Ach du Scheiße. Holy shit. Lass das Ding nicht langsamer werden. Ah. Safe. Oh shit. Hier wird gefightet. Ja. Oh Gott. Wenn er näher dran stehen, meine Fähigkeit erlaubt mir, dass ich keinen Schaden nehme. Das Gift schadet dem. Voll gut. Dann brauche ich den ja. Dem hab ich Respekt, der haut rein. Ich möchte das nicht. Vertrau auf meine Bomben, die machen genug Schaden. Um ihn weich zu kloppen. 3 Bomben oder 4, dann ist der K.O. Ah.
Sehr nice. Okay, Seele Nummer 3. Mir ist so kalt. Wundert mich nicht, wo wir gerade sind. Es ist auch ziemlich kalt. Okay, eine Seele noch, dann geht's endlich mit der neuen Fähigkeit weiter. Bin echt schon mal gespannt darauf, was das dann ist. Ohne das kommen wir ja wohl nicht weiter. Wer denn hier? Wieder am Anfang. Was habe ich jetzt? 832 Seelen. Die gebe ich jetzt aus für eine Fähigkeit, die 800 kostet. Bevor ich wieder ein paar Seelchen verliere. Magie, ja. Magie ist wichtig, weil die Bomben ist auch Magie. Und dadurch machen die halt noch, auch nochmal zusätzlichen Schaden. Ich gehe mir in die falsche Richtung, ich depp. Wird es auf jeden Fall für den Bosskampf, der noch kommt, wahrscheinlich nützlich sein. Oder wahrscheinlich müssen wir eher die Teleportationsfähigkeit einsetzen. Weil Bomben waren ja für den Froschkönig. Ja, jetzt hat sich da der Weg hier geöffnet, der hier. Und das ist der letzte Weg, wo ich halt nicht checke. Au. Vielleicht check ich's schon. Muss ich einfach nur schnell genug sein? Das Ding trifft mich doch. Ah, okay, verstehe. Ein Zelda-Rätsel. Ah, Gott sei Dank. Endlich! Gibt es hier kein Timing? Was die Schalter angeht, jetzt wäre ich ziemlich aufgeschmissen. Okay. Viele Samen habe ich? 9. Gönn ich mir. Kombi wieder. Das Gegner-Setup ist öfters mal das gleiche. Es ist schwieriger, an Magie zu kommen. Okay. Hier liegt Lord Arthur. Dieses Wortspiel ist super. Der erste Nachfolger im Geschlecht der Lords. Seine Machtübernahme verlief glatt und seine Herrschaft basierte auf dem Konzept der Gleichheit. Man erinnert sich an seinen fairen Charakter und daran, dass er bessere Arbeitsbedingungen für die Schnitter einführte.
Okay. Gut, die letzte Seele, dann geht's durch die Tür. Mein Leben geht zu Ende, aber dieser Lord will ewig leben. Fair ist das nicht. Nee, ganz und gar nicht. Okay, das hätten wir. Da oben komme ich nicht hin. Hier geht's noch lang. Ah, hier sind wir jetzt. Kann ich den Samen endlich mitnehmen? Aber ansonsten bringt es rein gar nichts, hier zu sein. Wir können halt nur von hier aus wieder zurück. Upp. So, wir gehen durch die Tür und erhalten unsere neue Fähigkeit. Das machen wir jetzt. Ein Feuer habe ich entzündet, aber ich brauche ja 4 insgesamt. Aber die anderen komme ich ja wohl nicht ohne die Fähigkeit. War das hier? Nimm nicht in Acht. Das werde ich. Habgier. Boah, eine Firewall. Shit. Super gefährlich. Eine bunte Auswahl. Du. Eiger, aber lieber mit den Bomben fertig machen, statt sterben. Jawohl, ja. Ein neues Geschenk. Hakenschuss. Drücke das Steuerkreuz,
nach unten, um den Hakenschusszauber zu wechseln. Ja, geil. Also nicht fliegen. Hakenschuss. Ah, nice. Wie scheint das zurückgelassene Journal eines Schnitters zu sein? Die Beseitigung der alten Türen hat meine Untersuchung des Verschwindens von Schnittern in der Region zensiert erheblich behindert. Dieser ganze Prozess des Übergangs zum neuen System ist ein einziger Albtraum. Ich habe Beweise dafür gefunden, dass viele Kollegen in dieser Region tätig waren, als die Anordnung erfolgte, sie einfach abzuschneiden. Noch bedenklicher scheint es mir aber, dass jede aktive Erntemission in dieser Gegend ebenfalls aus dem System entfernt wurde. Irgendwo da draußen gibt es eine Seele, die nicht rechtzeitig geerntet wurde. Das kann nur in einer Katastrophe enden. Wir alle wissen doch, was mit Seelen passiert, die ihren Todeszeitpunkt überleben. Wissen wir? Braucht keine Magie, die Fähigkeit. Das ist voll geil. Finde ich mega. Jetzt bin ich wieder am Bahnhof. Voll gut. Sehe ich noch irgendwas? Jetzt habe ich ja alle Fähigkeiten. Zutritt nicht gestattet. Okay, dann geht's wieder zurück. Voll geil, jetzt komme ich endlich mal an die ganzen Items ran, die ich erreichen konnte hier. Dann gehen wir erstmal hier hin. Und holen uns den Schlüssel. Wie man da dran kommt. Kann man sich überall ranhaken oder geht das nur bei gewissen Objekten? Wie diesen Kreuzen hier? Frage ich mich. Es hat nur eine gewisse Reichweite. Komme ich dahin? Da oben war nur die Seele, glaube ich, ne? Ja. So, hier nochmal. Nichts von Belang. Da haben wir das Feuer angezündet. Wie ich da rankommen soll? I don't know. Man kann sich nur an gewissen Objekten festhalten. Was ist mit diesen Dingern? Die habe ich jetzt auch schon öfters gesehen. Kann man die irgendwie öffnen mit so einer Rollattacke? Nee. Irgendwie scheint das ja ein Verbindungstunnel zu sein, um diese Seelen da hinten zu kriegen, aber ich check nicht genau wie. Bomben aufsprengen geht nicht, weil er schießt die nach vorne. Mit Feuer macht auch wenig Sinn und mit Pfeil auch nicht. Ah, keine Ahnung. Vielleicht kriege ich ja nochmal eine zusätzliche Fähigkeit oder so. Aber leider keine Ahnung.
weit weg. Was hat das jetzt bewirkt? Stehe. Okay. Verstehe. Ah, zu spät. Verdammt. Das ist so ein Wechselspiel der Fähigkeiten gerade. Geschafft. Sieh hin. Let me through. Okay, den Schlüssel habe ich, aber ich guck, was hier noch ist. Ein Raum. Ein anderer Raum. Wenn nicht, muss ich hier dann zurück. Öffne erstmal die Tür. Super rätsellastig. So schwer war das nicht. Hier wird von mir alles abverlangt. An Fähigkeiten. Okay, zwei sind an. Hey, wieder. Liebes Kind, sieh nur, was unser Chaos in deinem Leben angerichtet hat. Ich war nie ein Anhänger der Idee, den Ablauf von Leben und Tod zu reglementieren. Jeder Lord erschafft den eigenen Nachfolger vor seinem Tod und erklärt ihm den Weg des Lords. Der Geist von Lord Arthur. Mein Schöpfer, der Lord, der vor mir kam, hat mich in dieses System eingebunden. Ich konnte nichts tun, außer zu versuchen, die Welt so fair wie möglich im Gleichgewicht zu halten. Ich versuche mein Bestes, um den Lebenden gerecht zu werden. Vor allem den Krähen, die man in etwas hineingezogen hatte, was nicht in ihrer Natur lag. Mein Kind, falls sich die Gelegenheit bietet, diesen Verlauf zu beenden, wäre es das einzige Richtige für das Universum. Mein Leben war kurz, um diese ultimative Erkenntnis zu erlangen, aber ich hege die Hoffnung, dass andere von selbst darauf kommen. Alles klar. Danke für den Tipp. Okay, ich gehe zurück. Weil ich habe ja noch diesen anderen Gang eben gesehen. Hier.
Da scheint es ja auch noch was zu geben. Und dann gehen wir wieder zurück in die große Halle. Dann werde ich dann die Folge beenden an der Stelle. Okay. Timing ist gefragt. Ah. Sollte man nicht zu lange zögern. Wer ist das jetzt? Hier liegt Lord... Was? Schuhriegel. Schuhriegel. Der vierte im Geschlecht der Türlords. Seine Herrschaft war düster, forderte aber die Effektivität der Schnitte. Ein anmaßender Regent, dem es wichtig war, die Ordnung zu erhalten und der die Forschung nach anderen geeigneten Formen der Lebensveränderung finanzierte. Lenzin geht nicht. Aber das Feuer geht. Bleibt nur noch eine Flamme. Redet er auch noch mit uns? Mein Leben war kein leichtes. Das Gleichgewicht des Universums war meine Verantwortung, mein ganz allein. Der Lord, der mich erschaffen hat, faselte gern von Schicksal und Daseinszweck. Aber nicht das Schicksal hat mich an die Tür des Todes gefesselt, sondern mein Pflichtbewusstsein. Niemand anderes konnte die Aufgabe übernehmen, Leben und Tod zu überwachen, also habe ich es mir auferlegt. Ich habe so lange wie möglich durchgehalten und sogar mein Leben über die Grenzen hinaus ausgedehnt, die mir der Tod, dieser bedauernswerte Anarismus, vorschreiben wollte. Als meine Zeit endlich abgelaufen war, missachtete mein Nachfolger alles, was ich ihm beigebracht hatte. Ich fürchte, seine Herrschaft hat das Gleichgewicht zerstört, das ich so gewissenhaft aufrecht zu halten versuchte. Er hat mich wirklich schwer enttäuscht. Geistige Größe hat ihren Preis, Krähe. Wahre Größe kann dich sogar deine Seele kosten. Bin ich hier denn jetzt? Fort mit euch. Da liegt was. Du hast eine Art unterschriebenen Vertrag gefunden. Wie aufregend. Okay. Wenn es weiter nichts ist. Einen unterschriebenen Vertrag. Ja. Nett. Hieß es nicht irgendwas zwischen zwei Säulen? Wisst ihr noch? In der letzten Folge hat uns der Typ doch irgendwas von zwei Säulen erzählt. Oder haben wir den Tipp bekommen, besser gesagt. Erstmal den Hebel umlegen. Ja, jetzt sind wir hier am Anfang. Gut. Und damit war es das auch erstmal von Death's Door. In der nächsten Folge geht es hier weiter. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch ein Flämmchen und dann sollten wir auch weiterkommen. Und mit unserer neuen Fähigkeit, dem Haken, kommen wir auf jeden Fall jetzt auch an Orte ran, wo wir vorher nicht ran konnten. Da, wo meistens jetzt diese Kreuzer sind, nenne ich es mal. Weil sie ja aussehen wie ein Ankh. Und ja, ich bin sehr gespannt auf den letzten Bossfight, der uns noch erwartet, wie das wohl ausgehen wird. Also, bis zum nächsten Mal bei Death's Door.